Herausforderung von Captain Elimar. Wir sollen beweisen, dass wir gut genug sind, um uns seiner Prüfung zu stellen. Das heißt, dieser Kampf ist nicht die Prüfung? Ich frag ja nur mal. Okay, Leute, machen wir ihn platt. Zwei Pokémon hat er. Ich habe jetzt im hohen Gras ein bisschen nach Pokémon gesucht, auch ein paar interessante Sachen entdeckt, wie Abra oder das Alola-Mauzi. Deswegen ist Flammeo jetzt auch schon auf Level 13. Ich will den definitiv ernst nehmen, deswegen Kraftschub. Ich probiere das mal. Mich mit Kraftschub so weit zu pimpen, dass dieses Trumpmon absolut keine Chance mehr hat. Vor allen Dingen weiß ich ja nicht, was noch kommt. Ist jetzt nicht so, als hätte ich Angst, aber wenn er da mit so einem fetten Turtok aufwartet, dann gucke ich blöd. Ja, definitiv. Das verspreche ich euch, da gucke ich blöd. Ja, und Kraftschub, wir haben die TM bekommen. Erhöht Angriff und Spezialangriff. Also egal, ob wir Glut oder Kratzer einsetzen, das wird rocken. Ja, mein Ziel ist es, dieses Mangunior mit einem Schlag aus den Socken zu hauen. Wenn er schon so böse guckt. Ja, also in den letzten Parts, wir waren die ganze Zeit nur am Erkunden. Hier Hoholy City. Schöne Stadt, große Stadt. Bisschen verwirrend aufgebaut. Viel zu erkunden. Ich glaube, das Polizeipräsidium ist noch offen, deswegen... Ups, was war das? Ich glaube, ich setze mal lieber einen Trank ein. Davon haben wir ja noch so einige. Jo, 8 Stück. Deswegen, gönn dir. Ist halt das Problem. Wir konnten nicht viel machen bisher. Und auch ein zweites Teammitglied ist noch in der Mache. Komm, mach weiter, noch ein bisschen. Das soll richtig wehtun. Kraftschub! Ja, gegen den Präsidenten. What? Ich habe nichts gesagt. Der Präsident hat doch ein bisschen Macht. Na gut, es war ein bisschen unvorsichtig von mir, das gebe ich jetzt. Ui, ich muss jetzt trotzdem ein paar Tränke raushauen. Vorsichtig genug muss man doch wohl sein. Dass er mir so schnell nichts macht. Also, ist echt ernstzunehmend. Auch der Rotom-Pokédex hat schon gewarnt. Er hätte es ganz dick hinter den Audiomodulen. Da musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Hinter den Ohren. Und er als Maschine kennt nur Audiomodule. Versteht ihr? Okay, Angriff ist die beste Verteidigung. Zeig mal deine Glut. Und meine Wut. Sehr gut. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Machen wir jetzt halt mal so. Level 14. Das ist gut. Alles nochmal ein bisschen aufpimpen. Farbigel. Ach ja, stimmt natürlich. Wo es hieß, die hätten das frisch gestrichen. Ich setze trotzdem Pepek ein. Ich will nur für gleiche Verhältnisse sorgen, damit ich mit meinem Trank den nochmal ganz kurz... Ja, Pepek ist mein Kanonenfutter in der Situation. Level 10 Farbigel kann man mal bringen. Captains gibt's, ich weiß nicht, so und so viele pro Insel. War das nicht so? Und die müssen wir alle besiegen, damit es ja zum Boss quasi geht. Und tschüss, Pepek. Das tut mir nicht leid. Ich musste dich opfern. Das tut mir so sauer. Farbigel, da hätte ich jetzt gar nicht so eine Szene machen müssen. Okay, Glut. Burn into hell. Oh, Aquaknarre. Oh nein. Na gut, wir halten es aber noch okay durch. Wenn er jetzt aber mit seiner Aquaknarre einen Volltreffer landet, dann gucke ich blöd aus der Wäsche. Sag mal, wie viel Schaden hätte ich dem eigentlich gemacht, wenn ich keine... Bleib. Aber wenn ich mich nicht gepimpt hätte mit Krafttroop. Er setzt einen Trank ein. Na gut. Das ist ihm nicht zu verdenken. Ich sollte es aber auch tun. Oh yeah, Volltreffer. Man kann auch ein bisschen Lack haben. Und der Lack ist ab bei ihm. Ui. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. Wow, was ist, wenn ich nicht mit Kraftschub übertrieben hätte? Wir brauchen dringend ein zweites Teammitglied, ich sehe das schon. Irgendein anderer Typ. Du bist... Nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Elimar-Prüfung.
Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein Rot- und Pokédex zeigt dir wo. Also dann Alola. Ja, Alola ist nicht nur eine Begrüßung, sondern auch eine Verabschiedung. Machen wir uns auf den Weg zur Route 2. Sie ist immer sehr belebt. Das ist gut. Da will ich unbedingt was fangen. So, mit den Leuten habe ich eigentlich schon geredet. Geht's hier rein? Das habe ich noch nicht gemacht. Da können wir dann ablegen. Oder doch, habe ich mit denen schon geredet? Oh, meine gibt es, Alola. Endlich liege ich in deinen Armen. Alola ist einfach toll. Hier kann man sogar auf dem Rücken einiger Pokémon reiten. Das Ganze nicht nur in Alola. Das will ich dir nur mal gesagt haben. Hier kommen wir sicher zu den anderen Inseln, aber jetzt noch nicht, was? Manchmal frage ich mich, ob nicht doch ein Rotom in einem Tränkeautomat versteckt sich. Guten Deutsch. Deutsch gelernt bei Yoda, du hast. Oh, ein Kunde. Willkommen, willkommen. Sieh dir nur in Ruhe die Souvenirs an. Mehr kannst du hier ohnehin nicht tun, denn keine der Waren steht zum Verkauf. Was? Warum steht er denn da rum? Ich schätze, hier gibt's nichts für mich zu erledigen im Moment. Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Fährbetrieb wegen einer Inspektion eingestellt. Habe ich mir schon gedacht, sowas. Das habe ich mir doch wirklich schon gedacht. Okay. Der Rotom-Pokédex wollte mir zeigen, wohin. Jetzt erkunden wir das hier noch schnell. Hauholi, Polizeiwache. Vorsicht vor Verkehrsunfällen mit Pokémobil. Na? Pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Von Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gib deinem Pokémon bestimmte Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte. Das war echt fies, dass der Farbigel Aquaknarre konnte. Er hat schon ein bisschen drauf spekuliert, dass vielleicht ein Wasser-Pokémon erscheint. Deswegen wollte ich ihn ernst nehmen. Es ging am Ende gut. Da steht eine Puppe von Granbull, dem beliebten Pokémon mit der finsteren Miene. So beliebt finde ich den gar nicht. Hi. Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Die Leute hier haben Angst. Haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen der Inseln bestraft zu werden. Aber es gibt doch jetzt immer noch Team Skull. Das ist alles? Die gesamte Polizeiwache? Wenn ihr das sagt. Auf geht's zu Route 2. Ich denke, da konnten wir noch nicht hin. Weil, ja, dieses Taurus immer noch für Stunk gesorgt hat. Ja, das war an einer anderen Stelle wieder am Start. Wollte keine Ruhe geben. So, und jetzt darf ich kurz meine Pokémon heilen. Ich finde es nämlich immer sehr beunruhigend, mit einem halbtoten Pokémon umherzuwandern. Da braucht er nur ein fettes sonst was kommen. Weilord macht der Hydro-Pumpe und mein Flammiau ist weniger begeistert. Davor habe ich halt Angst. So. Let's play Markus. Du schon wieder. Ich habe eine Stalkerin, ich sehe das. Was los? Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mehr Kleidung alleine kaufen. Du bist ja ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lili-I gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kapuriki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu! Ja, einfach warum nicht, ne? Ist doch eine gute Sache, wenn er es kann. Warum nicht Leben retten, ne? Jetzt bei Markus, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drück dir fest, ganz fest die Daumen. Okay. Na nu, jetzt kommt mir vor, als hätte ich sowas vor Route 2 schon mal gesehen. Hallo, Let's Play Markus. Es ist mir endlich gelungen, Taurus zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Okay. Ciao. Ach, gutes Taurus, liebes Taurus, hier, bitte. Ein bisschen kraulen hier. Sieh mal, wie sehr er sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es selbst gerne auf Inselwanderschaft gehen möchte. Und tschüss. Wie? Du möchtest Fangen spielen? Na gut, der alte Hader wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich der Inselkönig. Ich wette, das geht die ganze Zeit so weiter. Weil es immer Orte geben wird, an denen wir noch nicht sollen. Irgendwie. Da jetzt nicht zwingend Schneiderbüsche am Start sind. Okay, das ist Route 2, ein grasbewachsener Weg. Schön beschrieben.
Trina, aber du nicht. Sieh dich vor, wenn das hohe Gras auf Route 2 raschelt, das bestimmt ein wildes Pokémon, das es auf unbedarfte Trainer abgesehen hat. Das Gute daran ist aber, dass diese Pokémon oft Items fallen lassen, wenn man sie besiegt. Na dann komm mal her, ich würde mich freuen über ein paar geile neue Teammitglieder. Irgendwas Brauchbares hier am Start? Oh, da ist natürlich auch mal was Interessantes, aber nein. Der Knödel kommt mir nicht ins Team. Typ Kampf, der Makuhita. Dritte Generation, man kennt ihn. So, auch wegburn bitte. Wilde auf Level. Alter Schwede. Geist war jetzt auch nicht sehr, ne? Geist bringt gar nichts. Man vergleiche Kratzer. Natürlich ist Kampf sehr effektiv auf. Ah, ist schon besser. Geist ist sehr. Kampf ist sehr effektiv auf normal, so ist das. Tschüss, Mann. Hätte ich zum Beispiel Pepek trainiert, der ja Typ normal ist, wäre es einerseits effektiv gewesen, andererseits aber nicht, weil der Typ Flug ist. Das gleicht sich aus. Okay. Sonst ist nichts hier? Mal sehen, was es noch gibt. Abra. Mhm. Wie gesagt, den habe ich auch schon in Hauholi City gesehen. Abra, Abra, Abra. Jetzt ergreife ich die Flucht, weil du machst es ja auch. Also bringst du kaum EP mit dem Level 7. Abra setzen ja in der Regel immer gerne schnell Teleport ein und verduften. Und als nächstes Alola Mauzi. Wie gesagt, es gibt ein paar Pokémon, auf die ich schon abgesehen habe. Aber da gehört Mauzi jetzt nicht dazu. Ah, schön am Burnen. Nee, nee. Ich finde, Alola Mauzi ist hässlicher als das Original. Und fürs Nobilikat zählt es nochmal doppelt und dreifach. Das Alola Nobilikat ist ja wirklich das Pokémon, das am meisten verunstaltet wurde. Sowas Hässliches. Mit so einem aufgeblasenem Kopf und ich weiß auch nicht. Na gut. Trainerkampf. Let's go. Na, auf Inselwanderschaft? Dann besteht deine nächste Prüfung darin, mich in all meiner Schönheit zu besiegen. Jo, das Beste an ihr ist ihre absolute Bescheidenheit. Schönheit Charlies fordert dich heraus. Nebulak. Ich habe selbst eine Geistattacke. Ich würde natürlich auch gern wieder ein Psycho-Pokémon ins Team nehmen. Ich bin immer pro Psycho-Pokémon, weiß nicht, das ist einfach ein Fable. Das stammt vor allen Dingen noch aus der ersten Gen, als Psycho relativ OP war. Ja, Nebulak, der einfach Nebulak. Finde ich besser, als wenn jeder Trainer wirklich Taubsi-Radfratz hat. Hier ja sowieso nicht, da wäre es eher Pepek und Mangunio. Letzteren sieht man auch relativ häufig. Ich meine, nicht unterschlagen. Das mit der Paralyse stört mich dann schon immens gerade. 4 AP reduziert, ich glaube, es geht los. Ich muss den nochmal wieder pflegen. Unsere Bildschirm wird ja eingeblendet. Müsste mal wieder was Gutes tun, ja, das stimmt schon. Aber erstmal gucken, wie es weitergeht. Einen kriegen wir noch, hä? Du bist keiner? Hinter dem hohen Gras geht es zum Hauholi-Friedhof, wo Pokémon die letzte Ruhe finden. Ihre ehemaligen Trainer besuchen sie dort. Ha, ziemlich robust. Vielleicht kann ein Pokémon es zertrümmern. Nein. Eine TM ermöglicht es einem Pokémon augenblicklich eine Attacke zu erlernen. So, was ist denn das hier für ein Laden? Es gibt immer so viel zu erkunden und zu sehen. Gehen wir doch direkt mal rein. Egal was hier ist, egal wer hier ist, wir gehen rein. Du hast ja einen Pokédex. Wow, dann nimm diese Nestbälle. Freundliche Leute. Je schwächer ein Pokémon ist, desto leichter lässt es sich mit einem Nestball fangen. Macht Sinn. Ist doch nicht immer so. mein Haar sitzt perfekt, aber Make-up hapert es noch etwas. Und Magnetilo schwirrt da herum. Okay. Gratis Bälle, warum nicht? Da will man sich nicht beschweren. Und ihr so?
Unser Motel ist schon eine Nummer für sich, was? Wir sind immer voll ausgebucht, aber wen wundert's, in diesem Projekt stecken schließlich jede Menge Arbeit, Zeit und Mühe. Bist du auf Inselwanderschaft? Dann zögere nicht, dir unterwegs von verschiedenen Pokémon helfen zu lassen. Okli dokli. Ich schneide hier noch kurz rein und dann hätten wir das im Großen und Ganzen. Oh, jetzt aber schön. Ich freue mich ja, dass mein Junge die ganze Welt bereist, aber er könnte sich öfter mal melden. Als ich ihm deswegen die Meinung gegeigt habe, hat er mich total blatt gemacht. Bei einem Pokémon-Kampf, versteht sich. Ich dachte, haben die voll den Beef oder was? Ich finde es sehr nice, wie jedes Haus irgendwie anders eingerichtet ist. Also mit so eigenen Zimmern, das hat man nicht aller Tage. Und ich habe Pokémon das nie übel genommen. Alter Schwede. Der Fernseher labert mir das Ohr ab. Ich rede nur über Malasadas. Ich habe es denen nie übel genommen, dass die Häuser meistens komplett gleich aussehen und so, aber sie haben diesmal nochmal dran gearbeitet und das ist schon bemerkenswert. Noch ein Trainer. Hat er so eine Panda-Mütze auf? Vorsicht vor dem Vorschüler! Diese Panda-Mütze, die ich auch in Pokémon Y anhatte, eine Zeit lang. Nee, so ein ähnliches. Das ist nur so eine Angler-Mütze. Egal. Das sah so aus. Cedric, Habitak. Ja, weder Vor- noch Nachteil hätten wir. Bin leider paralysiert. Das ist halt doof. Wie schön noch jetzt das Paralyse-Logo immer nur so eingeblendet wird, ganz kurz. Wenn ihr... Wenn ihr mal drauf achtet, so, da steht Level 14 und dann paralysieren. Paralysiert. Achtung! Alter Schwede, wie viel Pech muss man haben? Wenn die Gegner was haben, nie passiert wird. Ja, gut, ich hatte den letzten Volltreffer. Aber sonst. So, darf ich auch mal. War mir fast klar, dass es nicht reicht. Ich hätte es heilen sollen. Ich hasse einfach Paralyse. Jabona. Das wäre er. Hast du noch einen? Nö. Jetzt habe ich die Nachsicht. Ich nicht Nachtschicht? Nachsicht. Okay. Wir wollen wissen, was da vorne ist, nicht wahr? Nichtsdestotrotz will ich ganz kurz meine Pokémon heilen und mich dabei beeilen. Muss sein, ab zum Pokémon Center. Ja, ich rede in der Mehrzahl. Auch Pepek und Wingull werden geheilt, auch wenn die nicht zählen. Trotzdem chillen die auf dem Banner. Ist nicht schön? Wenn ich nur wüsste, wann welche Pokémon kommen. Aber ich weiß es halt nicht. Dafür müsste das Spiel erstmal draußen sein. Dann könnte man vielleicht im Internet nachschlagen, auf welchen Routen was Geiles ist. Wie gesagt, von den vorgeschlagenen Pokémon... So ein paar Kandidaten, aber offensichtlich wird sich erst Flammeow entwickeln, bevor wir mal ein zweites Teammitglied an Bord holen. Manche sind mal wieder nur editionsspezifisch zu holen, das ist richtig. Aber die meine ich nicht mal. Beziehungsweise welche, die es nur auf meine Edition gibt. Pokémon Mond eben. Boto! Boto geht, klammert sich an dir fest und lässt nicht mehr los. Anscheinend möchte es dich zu den Bärenfeldern führen. Klammert sich an mir fest. Was geht auf den Bärenfeldern nun? Nur Vorsicht. Oder ob es Probleme gibt, ne? Tja, Rotom, das werden wir sehen. Was zum... Team Skull. Bärenzwinzer voll lame, aber Team Skull wird sie trotzdem einheimsen. Yo! Geht das in den Schädel rein, Alter? Die Bären sind jetzt unsere. Keine Frage, ja. Yo! Voll der Wortwitz. Ich tritte meine Bären liebend gerne... Achso. Ich trete meine Bären liebend gerne an Pokémon ab, aber auf keinen Fall an Typen wie euch. Mein Homie und ich sind also weniger wert als Pokémon. Willst du uns dissen oder was? Ich mach das schon. Hi. Du bist trotzdem so, hä? Hä? Du schon wieder. Willst dich wieder mit uns anlegen? Am Anfang haben wir sie vielleicht vergeigt, aber jetzt mal ernst, Bro. Danke, dass du mir helfen willst.
Aber Team Skull sind nicht nur einfach halbstarke Aufschneider mit zu viel Freizeit, große Klappe und nichts dahinter. Kümmere dich nicht um sie und setze dein Inselwanderschiff fort. Ey, was hält denn dir ein, Alter? Red nicht über uns, sonst wären wir nicht hier, klar? Willst du deine Wappen haben? Mach dich platt und schnapp uns deine Pokémon. Ich würde dir zeigen, was für dickschädlich sein kann, Juggernaut. Oh, man. Wie die auch alle nicht ernst nehmen, ne? Wir hatten das schon mal, dass der eine Captain den einfach ignorierte und der so, komm, gib dich mit denen nicht ab. Das ist mal was anderes, als die immer ernst zu nehmen. Obwohl sie es nicht verdient hätten. Oh Mann, Sonne und Mond brechen wirklich mit einigen Regeln. So, Traumato. Auch interessantes Pokémon. Ach, guck mal an. Wir können doch eine Geistattacke. Hehe. Na, Pfundskerl. Direkt nochmal. Könnte sein, dass er noch knapp überlebt, wenn ich mir den Balken so anschaue. Nee. Ach, war ein Volltreffer. Ja, dann ist die Sache klar. Level 15 hier. Was? Feuerzahn. Das ist gut. Das ist besser als Glut. Glut hat eine Stärke von 40, ist auf Spezial und du bist physisch. Na, egal, wir lernen es trotzdem. Beißt mit flammenden Reißzähnen zu. Ziel schreckt eventuell zurück oder erleidet Verbrennungen. Ja, auf jeden Fall. Ah, das sehen wir auch. Das ist neu. Das hat man in Schwarz 2 zumindest noch nicht gehabt, dass wir da sehen, wie der Angriff und Spezialangriff ist. Das gleicht sich relativ aus. Ja, ich würde Schlecker gern behalten. Kraftschub, boah, naja. Ich denke, wir brauchen Glut nicht, wenn wir Feuerzahn haben. Deswegen. Feuerzahn ersetzt Glut. Oder? Einwände? Jo, setzt mich ganz schön an, dass man mich so einfach dissen kann. Der andere auch noch, ne? Wäre cool. Mach ich beide platt. Boah, ich jetzt, du bist viel zu stark, das will mir nicht in den Schädel. Ist nämlich so gewaltig, dass ich jetzt Elimo den Tag vermiesen werde. Gute Idee, die Vegetationshülle ist ja nicht weit von hier. Mein Bro redet ständig von Schädel, damit dein Dickschädel ihn nicht mehr vergisst. Also merkt dir gefällig, wer er ist. Was? Komische Typen. Oha, du und dein Flamme, ihr habt es ihnen richtig gezeigt. Hier als Dank dafür, dass du die Hohlschädel von Team Skull verjagt hast. Eine Sinelbeere. Mit Sinelbeeren kannst du ein paar KP eines deiner Pokémon wiederherstellen. Du kannst sie direkt auf das Pokémon anwenden oder ihm die Beere zum Tragen geben. In Alola wachsen jede Menge Beeren, also kannst du ruhig auch jede Menge sammeln. Oh, muss ich nicht mehr einpflanzen. Es wird Zeit, dass wir uns zur Prüfung stellen. Danke, Portugal. Toge! Sonst gibt's hier nichts mehr. Wir schauen. Guck, und es lohnt sich. Silberstaub. Ganz kurz nochmal genau schauen, was Silberstaub bringt. Tatsächlich hier. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Das hat hier verstärkt Käfer. Nein, haben wir nicht. Oder noch nicht. Ich weiß es nicht, wie unser Team am Ende aussehen wird. Es wird noch ein großes Geheimnis. Die Kiste ist bis zum Rand mit Düngemittel aus Eigenherstellung des Besitzers gefüllt. What you say? Und da? Oh, guck. Riesenpilz. Schön, also ihr pflanzt fleißig Beeren an, das finde ich toll. Naja, ich bin kein großer Beeren-Fan. Fan. In Pokémon Games noch nie gewesen. Setze sie auch ungern ein, aber momentan haben wir schon den einen oder anderen Trank benutzt. Kann ich mir auch vorstellen, dass so eine Sinelbeere mal gut tut. Route 2. Jo, es geht weiter in dieser Richtung. Tipps für Trainer. Wer versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirf deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Sei kein Dieb. Oh. Trainerin. Alola, die Begrüßung hab ich schon drauf, oder? Das gleiche gilt auch für Pokémon-Kämpfe. Ja, aber das sehen wir erst im nächsten Part. Also schaltet wieder ein, Däumchen nicht vergessen und bis dann und ciao.